Samstagmorgen, 9:30 Uhr. Aus Kopenhagen, wo es am Abend vorher ein Konzert gegeben haben, kommt die Gruppe relativ abgeschlafen in Heathrow an. Obwohl sie alle in London wohnen, sind sie noch nicht zu Hause. Mit einem Bus geht es auf der M1 nordwärts. Das Ziel ist Knebworth. Knebworth ist eines der traditionsreichsten Festivals in England. Dieses Jahr sind Queen Headliner und Status Quo die sogenannten Special Guests. Die Atmosphäre im hermetisch abgeriegelten Backstage-Bereich hinter der Bühne ist entspannt. Aber die letzten paar Minuten vor dem Auftritt werden sogar die Väter von der Status Quo ein bisschen nervös. What it is, what a guy. I'm bad. I'm bad. No, you said on before, huh? He kept going. I'm going, John Boy, John Boy. He just can't believe it. Und schließlich gilt es dann wirklich ernst. We'll be right back.
Der Auftritt von der Status Quo in Nebworth ist natürlich schon etwas länger gegangen, als wir hier zeigen können. Er war für die Band auch ein grosser Erfolg. Die Zeit zum Entspannen ist hinter der Bühne dann allerdings nicht mehr viel geblieben, weil die Reise noch weitergehen musste. Gerade in dem Moment, wo Queen mit einem Helikopter in Nebworth gelandet sind, hat die Band und ihre Begleiter in den Bus steigen. Mit Polizeieskorten ist es nach Luton gegangen. At the moment, I'm really exhausted. Yeah, I hope by this evening that we'll be okay again. You know, we can maybe have a sleep on the plane. But the drummer, he blacked out on stage this afternoon. I think it's a little bit much, you know. But it's the only time in our lives we've ever done it, and I don't think we'll ever do it again. Nach etlichen Verzögerungen wegen dem Zoll ist Ben dann in ein Flugzeug gestiegen, um damit auf Friedrichshafen zu fliegen. Von dort aus ist es dann mit Schnellboot über den See nach Arbon gegangen. Etwa halb eins war es, als die Band dann sichtlich erschöpft auf dem Festivalgelände in Arbon angekommen ist. Das kalte Buffet, das in einem Zelt parat gestanden ist, war höchst willkommen. Obwohl die Band eigentlich wirklich nur noch ans Heimgehen gedacht hat, ist auch das Konzert in Arbon recht abgegangen. Aber vor dem Auftritt hat man auch Francis Rossi noch mal geklagt, wie müde er sei. We've got all our sleep pattern wrong. We didn't get any sleep last night. Or 2.5 hours, I think, last night. Tried to sleep this morning on the bus and couldn't. And then tried to sleep on the other bus and slept for an hour. And tried to sleep on the... I don't know, I'm a bit confused now. I was on stage in Nebworth and it was... It was about a beat behind, you know? So I didn't really get it right. It was all right.